Ich stehe zweifach in eurer Schuld. Dafür, dass ihr meinen Vater gerettet habt und dass ihr mich akzeptiert, ungeachtet meiner Herkunft. Es ist mir eine Ehre, euch als Skald zu dienen, mein Häuptling. Es ist mir eine Ehre, euch als Runenschmied zur Seite zu stehen. Welche Runen ihr auch findet, ich kann sie mit eurem Besitz verknüpfen. Vergebt mir. Ich kannte Helgas Geheimnis, aber ich warte es. Meine Frau ist für niemand eine Bedrohung. Das beschwöre ich bei meinem Leben. Ich fürchte, es gibt ein weiteres Problem, mein Häuptling. Uns geht das Eisen aus. Das Dorf der Jarnung grenzt an das Moor und das Moor ist reich an Eisenerz. Großartig. Ein Moor klingt reizend. Ich hoffe, es gibt dort wenigstens etwas Gutes zum Töten. Das Sumpfland hatte bei den Jarnung eine lange Zeit für großen Wohlstand gesorgt, durch das Sumpfeisen, das unter dem Faulschlamm gedieh. Doch sie wurden selbstgefällig, in dem Glauben, dass ihr Pakt mit der Sumpfhexe sie vor jeder Gefahr beschützen würde. Jedoch hatten die Ulfung andere Pläne. Sumpf. So fängt nie ein guter Tag an. Dieser Gestank! Ich fürchte, er allein wird mich schon dahin raffen. Deine Klauen sind nicht gewetzt.
sinnloses Vieh! Ist sie nicht kalt, Hündchen? Du hast dich mit der falschen Schildwand angelegt. Spring dir vom Fell, Wulfung! Machen.
Fletsch die Zähne, räudiger Köter! Der Alarm. Nun, das sollte meiner Langeweile Abhilfe schaffen. Das tut es fürs Erste. Hin den Ulfungs! Hündchen. Niemand stellt sich mir in den Weg. Das hier wird meine Stiefel ruinieren. Ihr seid wahrlich erbärmliche Gegner. Bitterkalt im Vorgebirge. Aber
aber es dürfte einen Weg durch das Dorf geben. Ihr seid wahrlich erbärmliche Gegner. Niemand stellt sich mehr in den Weg.
Ich werde euch noch den rechten Weg lehren. Fletsch die Zähne, räudiger Köter! Welch eine Zeitverschwendung. Hier bedürfte es schon starker Magie, um das Tor zu Fall zu bringen. Man nennt mich schon die Eismaid. Das muss ich nicht noch bewahrheiten. Färbt sich schon blau. Oder sind es meine Augen? Wie auch immer, kein gutes Zeichen. Sind die Feuer, wenn man sie braucht. Ich muss wohl lernen, mit weniger Fingern auszukommen.
Kommt nicht näher! Diese Höhle ist mit meinen Fallen bespickt. Ich fürchte weder Fallen noch Fallensteller, kleiner Mann. Nun sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Ich werde euch noch den rechten Weg lehren.
er Hund Ulfungs. Den rechten Weg lehren. Thank you.
Möge Tyr mich für das für ihn vergossene Blut ehren. Blut für Tyr!
Welch eine Zeitverschwendung. Hier bedürfte es schon starker Magie, um das Tor zu Fall zu bringen. Wo sind die Feuer, wenn man sie braucht? Thank you.
Meine Taschen sind voll. Ich werde noch zu Eis, wenn ich hier zu lange verweile. Du wagst es, uns anzugreifen, Ulfunghund? Kein großes Wagnis, um ehrlich zu sein. Sumpfhexe, haltet unseren Pakt in Ehren! Steige auf, Eisen des Sumpfes! Steige empor auf mein Geheiß! Steinhaufen ist also eure Geheimwaffe? Dass ich nicht lache. Blutverachter!
Womöglich waren die Omen wahr. Das Schicksal hat uns an diesem Tage zusammengeführt. Ein Geschenk. Ein Geschenk für die Wölfe von Midgard. Um Mitternacht wird euer Schmied von einem neuen Weg träumen, Eisen herzustellen. Geht nun. Wir werden uns wiedersehen, sobald die Zeit reif ist. Nun, da der Älteste geschlagen war, waren die Ulfung der beste Schutz für die Dorfbewohner. Die Sumpfhexe war gram über den Tribut, den sie gezollt hatte, aber sie war ein geduldiges Wesen. Außerdem hatte sie einen flüchtigen Blick darauf erhaschen können, was die Zukunft für die Jarnung bereithalten mochte.